الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an unsere geliebten Geschwister. Wir haben heute einen weiteren nützlichen Ratschlag für euch. Und wir haben gemerkt, dass eine panische Angst unter den Leuten umhergeht. Und ein Muslim sollte einen besonderen Charakter und ein besonderes Verhalten in dieser Zeit haben, liebe Geschwister. Erstmal will ich an diejenigen appellieren, die den Leuten Falschmeldungen schicken über den Coronavirus. Ihr solltet wissen, es gibt hochsensible Leute, die sehr ängstlich sind. Und diese Angst könnte sie in dem Maßen befallen, dass sie wirklich nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas zu tun. Des Weiteren sehen wir auch bei vielen Leuten, wenn sich jetzt bei ihnen so eine leichte Erkältung einschleicht, dass sie wirklich so hochsensibel reagieren, dass sie gleich denken, dass der Coronavirus. Liebe Geschwister, ich möchte euch auf diese Situation hinweisen. Der Muslim sollte sich von den anderen Leuten unterscheiden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erstmal beigebracht, wenn wir aus dem Haus herausgehen, dann sagen wir Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Im Namen Allahs, ich verlasse mich auf Allah, ich vertraue auf Allah. Und es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah. Wenn der Muslim dieses sagt beim Herausgehen, dann ruft ein Engel. Er sagt, Kufit, Wahudit, Wawukit. Kufit bedeutet, es soll dir genügen, was du gesagt hast. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir alle deine Angelegenheiten erleichtern. Wahudit, und du wirst rechtgeleitet sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nur zum Guten leiten. Wawukit bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich vor allem Übel bewahren wird, egal in welcher Art und Weise. Und das ist eine Sache, die ein Muslim verinnerlichen sollte. Und er sollte nicht zu den Leuten gehören, die eine panische Angst haben, liebe Geschwister. Das sollte er sagen, wenn er aus dem Haus herausgeht. Und das jedes Mal. Er geht mit dem linken Fuß heraus und er sagt dieses Dua. Ein Muslim unterscheidet sich von den anderen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Nichts wird uns passieren, außer was Allah für uns geschrieben hat. Außer was Allah für uns geschrieben hat. Jetzt gibt es Leute, die verstehen diese Ayah in dem Sinne, dass sie sagen, ganz gleich, wir können alles machen, wir brauchen nicht die Mittel in Anspruch zu nehmen und es wird uns nichts passieren. Nein, das ist nicht so gemeint, sondern es ist gemeint, wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, aber das Vertrauen, das richtige Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet es, die Mittel entsprechend auch zu nutzen. Das heißt, in dieser Zeit speziell mischt man sich nicht viel unter den Leuten. Man muss auch nicht mit jedem knuddeln. Das sollte man alles unterlassen, liebe Geschwister. Zumindest eindämmen, dass man natürlich sagt hier in diesem Sinne, das ist eine Sache, vor der ich mich schütze. Und hier hast du das Mittel in Anspruch genommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich beschützen, subhanahu wa ta'ala. Und ein Muslim, er flieht immer mit seinen Angelegenheiten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mensch, wenn er etwas fürchtet, dann rennt er weg vor dieser Sache. Aber ein Muslim, wenn er etwas fürchtet, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, ob es die Strafe von Allah azza wa jalla ist, ob es sein Zorn ist, ob es eine Sache in dem Sinne ist, was Allah azza wa jalla bestimmt hat, dann flieht er zu Allah. Vor der Angst Allahs flieht er zu Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und flieht zu Allah subhanahu wa ta'ala, eurem Herrn. Und das ist das richtige Verhalten von einem Muslim, liebe Geschwister. Bitte verbreitet nicht diese Angst. Ein Muslim ist ein optimistischer Mensch. Und er weiß ganz genau, dass ihn nichts treffen wird, außer was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn geschrieben hat. Aber er nimmt auch gleichzeitig die Mittel in Anspruch, wie wir das vorhin beschrieben haben. Als letzten Punkt, liebe Geschwister, ein Muslim sollte in diesen Tagen wirklich viel Nützliches machen. Er kann in dieser Zeit sehr viel zu Hause machen. Er kann sehr viel Dhikr machen. Er kann Allah subhanahu wa ta'ala sehr viel um Vergebung bitten. Er soll seine Zeit nutzen, zumal ja die meisten Moscheen jetzt geschlossen sind, wie wir gehört haben. Das ist jetzt der letzte Beschluss gewesen. Und natürlich traurig von einer Seite, aber so ist der Umstand und wir können das nicht ändern. Es gibt auch viele Geschwister, die mich anschreiben und sagen, sie würden gerne in die Moscheen kommen. Aber das ist nicht eine Situation, die wir freiwillig gewählt haben, sondern vielmehr ist das eine erzwungene Situation. Hier haben wir keine andere Möglichkeit, als uns in dem Sinne zu ergeben. Deswegen nutzt diese Zeit zu Hause, macht viel Gutes mit euren Familien, versucht euch auf Ramadan vorzubereiten. Das ist das, was wir jetzt dem Muslim raten. Jetzt hast du eine sehr schöne Chance und dadurch, dass viele soziale Dinge verboten sind, jetzt hast du mehr die Möglichkeit, dich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Wie oft warst du abgelenkt, wie oft warst du unaufmerksam. Jetzt hast du die Chance, dich Allah subhanahu wa ta'ala zu ergeben und dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Art und Weise unterwirfst und versuchst zu Allah subhanahu wa ta'ala eine beste Beziehung aufzubauen, dass er dich vor allem Übel schützt und dass er dich Yawmul Qiyamah in das höchste Paradies eingehen lässt. Wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.